müssen wir raus aus der Falle. Raus aus dem Falle! Das geht nicht! Sie holen hier auf! Lauf! Lauf! Oh, Kacke! Zurück! Zurück! Was machen wir jetzt? Wir bräuchten noch zwei Mann, die uns nach beiden Seiten absichern! Der Hüttendeck um den Hüttendeck an. Wir schaffen das noch eine Weile, aber beeilt euch. Bist du jetzt zufrieden? Du was! Du bist für die Scheiße verantwortlich! Schon dabei. Wie kommst du an? Die Army. No! Das Original. Das schaffen wir nicht allein. Da baumeln wir an den Eiern von der Brücke, bevor wir auch nur einen Schuss abfeuern. Wenn wir die bitten müssen, uns irgendwo rauszuhauen, dann können wir einpacken. Und zwar wie immer, das ist dir doch wohl klar. Ich weiß. Ja, Angriff auf privates Sicherheitsunternehmen. Der Wagen eines privaten Militärunternehmens ist bei Gate 13 in einen Hinterhalt geraten. Wir sollen sie da rausholen. Haltet euch an das, was ihr gelernt habt. Ich bin allein hier. Ich brauche Verstärkung. Als er in die Army eintrat. Es war mehr als das. Ich habe mit den Freunden und Kameraden gesprochen, die ihn auf seiner kurzen militärischen Laufbahn begleitet haben. Sie waren sich alle einig. Richard hatte seine wahre Berufung gefunden. Er liebte die Army. Er war gern Soldat. Und wenn wir heute hier zusammengekommen sind, um seiner zu gedenken, dürfen wir das nicht vergessen. So schwer dieser Tag auch sein mag, für seinen Vater Michael, für seine Mutter Nicola, für seine Schwester Jessica, dies war ein junger Mann, der für eine Mission gestorben ist, die er für richtig hielt. Richtig für ihn, für die, die er liebte, für sein Land und für das irakische Volk. Und jetzt will einer von Mikes Kameraden ein paar Worte an uns richten. Ich möchte nur etwas vorlesen aus einem Buch, das Mike mir gegeben hat. Es hat mir geholfen, ein paar Sachen zu verstehen, nachdem ich aus dem Irak zurück war. Ich habe lange dafür gebraucht, aber ich habe es geschafft. Glaube ich. Gilgamesch, was du suchst, wirst du nie finden. Denn als die Götter den Menschen schufen, ließen sie den Tod sein Schicksal sein. Das ewige Leben versagten sie ihm. Lass jeden deiner Tage voller Freude sein. Liebe das Kind, das deine Hand hält. Lass deine Frau sich an deiner Umarmung freuen. Denn das ist es, was das Dasein menschlich werden lässt. Hast du gewusst, dass Mörder öfter mal auf den Beerdigungen ihrer Opfer auftauchen? Verschafft ihnen wahrscheinlich einen Kick, zu sehen, was sie angerichtet haben. Scotch, einen großen bitte. Er hat mir vom Einsatzort eine SMS geschickt. Weißt du, was drin stand? Dad, ich brauche Hilfe. Dad, ich stecke in der Scheiße. Hilf mir. Das wird mich verfolgen, solange ich lebe. Also sei ein Mann und steh zu dem, was du getan hast. Ich habe deinen Sohn nicht ermordet. Aber du bist schuld, dass er da war. Er war Soldat, deshalb war er da. Er war wegen uns da. Weil ich und Spike von dir in eine Situation gejagt habe. Weil ihr die Nerven verloren habt. Weil du zu geizig warst, da mehr als 2 Männer reinzuschicken. Wenn ich hätte verhindern können, dass der Junge stirbt, ich hätte es getan. Ich habe ihn sein ganzes Leben lang gekannt. Aber denk, was du willst, wenn du das für deinen Seelenfrieden brauchst. Komm mir nicht so, du hast ihn getötet. Okay, Mike, bitte schlag zu, bringen wir es hinter uns. Ich habe eine bessere Idee. Ihr werdet sehen, was passiert, Lester und du. Du haust uns nicht in die Pfanne, das schaffst du nicht. Wenn nicht dafür, dann für Sadiks Entführung, wie wäre das? Hä? Oder für die Scheinfirmen, die du gegründet hast, um deinen Arsch zu retten. Ich habe ihm alles erzählt. Also, die glauben einem Psychopathen. Kannst du vielleicht zur Abwechslung auch mal einen Fehler eingestehen? Okay, ich gebe zu, du hast recht. Ich gebe alles zu, da habe ich kein Problem mit. Gern, wenn dir das was bringt. Manche finden es unanständig, was Lester und ich tun, aber verboten ist es nicht. Es ist auf den ersten Blick nicht so toll, aber nicht kriminell. So ist unsere Welt nun mal. Völlig egal, was für einen Job du hast, du rennst dem Markt hinterher. Egal, ob du Anleihen oder Aktien verhökerst oder Badewannenstöpsel oder Soldat bist. Und, ist das was Schlimmes? Denk mal nach, die Jungs in Nordirland oder auf den Falklandinseln oder wir beide in Basra. Hatten wir wirklich eine verdammte Scheißahnung, warum wir da waren? Und wenn ja, dann hat es niemanden interessiert und uns war es im Grunde auch egal. Aber bei dem, was ich tue, da weiß ich warum. Weil es Kohle bringt und andere profitieren auch davon. Und weil sich dadurch die Welt bewegt. Und wenn euch was Besseres einfällt, ja, dann sagt mir Bescheid, denn mir ist nichts eingefallen. Und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt besser aussehe oder schlechter als du. Aber ich weiß, wofür ich mein Leben aufs Spiel setze. Was ist passiert, Danny? Was ist mit dir geschehen? Ich war im Irak.